Hey ho Minecraft-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Gommi News. Weil unsere Rank-Version in Skywars so gut bei euch ankam, haben wir uns dazu entschlossen, auch in anderen Spielmodi die Rank-Version anzubieten. In diesem Video präsentiere ich euch Rank-Survival-Games, wo ihr mit Elo verschiedene Ligen aufsteigen könnt und euch bis ganz nach oben spielen könnt. Wie bei Ranked Skywars geht es hierbei um Elo-Punkte. Elo erhaltet ihr, indem ihr in-game verschiedene Sachen macht. Jeder Spieler startet zu Beginn mit 0 Elo und erhält 20 Elo, wenn er in einer Runde ins Deathmatch kommt. Wenn die Runde gewonnen wird, erhält man zusätzlich 80 weitere Elo-Punkte und sofern es die erste gewonnene Runde ist, direkt 100. Pro Kill in der Runde gibt es zusätzlich nochmal 10 weitere Elo-Punkte. Doch es gibt auch Elo-Abzug. Pro verlorene Runde hängt dieser Abzug von der Liga ab, in welcher ihr euch befindet. Wie auch in Ranked Skywars gibt es Ligen. Im Hintergrund seht ihr gerade alle Ligen und wie viel Elo man benötigt, um diese zu betreten. Ab der Bronzeliga bekommt man pro Tod 10 Elo abgezogen, welches sich in 10er Schritten zum Master hochrechnet. Das heißt, in Master kriegt man zum Beispiel 60 Elo-Punkte abgezogen. In der Legendenliga sind es dann 100 Minuspunkte, welche man in Kauf nimmt, wenn man stirbt. Die Deathmatch-Arenen haben wir so konzipiert, dass ein Herumlaufen und das Austeilen der Runde nun schwieriger möglich ist, so wie sich der Map-Pool der Ranked Survival Games Maps auch nur auf 10 bekannte Karten beschränkt. Um eine gewisse Erfahrung vorauszusetzen, benötigt ihr des Weiteren 50 Wins in Survival Games, um die Runde betreten zu können. Weitere Informationen zum Update, wie zum Beispiel die fehlende Schutzzeit, findet ihr auch nochmal in der Ankündigung, welche ich euch in der Videobeschreibung verlinkt habe. Abschließend geht nochmal ein großer Dank an Fabo, Norman, Minecravenger, Foti, Dilara und NiceTries für die Hilfe bei der Konzipierung, Leon Präfix für die technische Umsetzung, Bamoti für die Organisation und dem Gomma Le.net Bauteam für den Umbau der Deathmatch Arenen. Das war's dann schon wieder mit der heutigen Folge der Gommi News. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Damit tschüss mit Ö und bis zum nächsten Mal.